nochmal sagen. Und damit gebe ich das Wort an Mathis und das eine Slide für dich. Guten Tag, willkommen zum Overshoot Day heute. Was ist der Overshoot Day? Es ist der Tag im Jahr, an dem wir das Budget der Natur aufgebraucht haben, statistisch gesehen. Also das heißt, zwischen dem 1. Januar und heute, dem 20. August, haben wir so viel Natur gebraucht, wie die Natur in einem ganzen Jahr erneuern kann. Was sind die Konsequenzen? Das heißt, wenn wir mehr brauchen, als ich regenerieren kann, bauen wir Naturkapital ab. Wir füllen auch die Abfallberge. Also das heißt, der Bauernhof Welt ist zu klein für was wir brauchen. Nun, ist das ein Problem? Mit dem Geld ist es ähnlich. Wir können mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen für eine gewisse Zeit, aber das Vermögen nimmt ab und die Schulden werden größer. Das sehen wir auch mit den Ressourcen. Wir können Wälder schneller brauchen, als sich regenerieren. Wir können Wasser schneller aus dem Grundwasser nehmen, als sich das wieder erneuert. Wir können Böden schneller brauchen, als sich die wieder aufbauen. Wir können CO2 schneller in die Atmosphäre pumpen, als die wieder absorbiert werden können. Das ist Overshoot. Das Erstaunliche ist, dass ich das englische Wort nutze, Overshoot. Overshoot, denke ich, ist das zentrale Problem der Menschheit im 21. Jahrhundert. Es bestimmt, wie gut wir im 21. Jahrhundert leben können. Und es gibt noch kein deutsches Wort dafür. Das zeigt die Diskrepanz. Da eben auch die politische Kampagne zum Overshoot denkt. Nun tönt das wissenschaftlich. Es ist wirklich so, dass heute plötzlich wir, bis gestern konnten wir noch Fleisch essen und jetzt plötzlich ist nichts mehr da für den Rest des Jahres. Natürlich nicht. Es ist eine statistische Frage und wahrscheinlich auch nicht ganz präzise. Ein Tag entspricht ja ungefähr einem Viertel eines Prozent des Jahres. Also so genau sind die Zahlen wahrscheinlich auch nicht, aber tendenziell können wir zeigen, dass wir knapp ungefähr im Jahr 1962, da bin ich geboren, vor 50 Jahren, 1962 haben wir ungefähr mehr als zwei Drittel der Kapazität der Erde gebraucht als Menschheit. Heute, wenn wir alle Ressourcenströme zusammenzählen, braucht es mindestens eineinhalb Planeten. Das heißt, wir brauchen in einem Jahr, was es 1,5 Jahre braucht, zu regenerieren oder umgekehrt, wir brauchen ein bisschen weniger als ein Jahr, das wir brauchen, was das Jahr, was der Planet in einem Jahr regenerieren kann. Wie rechnen wir das? Ganz einfach. Wir denken wie Bauern. Ganz einfach. Wir sagen, wie groß ist die Welt oder wie groß ist die Schweiz? Denn die Erneuerbarkeit der Erde hängt mit Fläche zusammen. Und wir sind im Wettbewerb um Fläche. Da können wir rechnen, wie viel Fläche haben wir? Wälder, Felder, Meeresflächen, das ist hier auch aufgezeigt. Auch überbautes Land. Die Städte wurden gebaut, wo die Produktivität der Länder am höchsten ist, weil dort Landwirtschaft am einfachsten war. Die haben die jetzt auch schon überbaut. Das ist also ein kompromittiertes Land. Wir können dann also alles zusammenzählen, wie viel haben wir auf der Welt. Das sind knapp 12 Milliarden Hektar ökologisch produktive Fläche, das ist ungefähr ein Viertel der ganzen Weltoberfläche, die wirkt sehr produktiv ist. Umgekehrt können wir sagen, wie viel brauchen wir. Das ist der Fußabdruck, auch eine einfache Buchhaltung. Schauen wir alle Flächen, die wir brauchen, die sich gegenseitig nicht überlappen, um uns Futter zu produzieren, für die Rinder und Schafe und Kühe Flächen zu haben, um unsere Abfallstoffe aufzunehmen, eben zum Beispiel das CO2 für die Flächen unserer Städte. Das rechnen wir zusammen, dann bekommen wir den Footprint. Wenn wir das für die Schweiz anschauen, sieht es so aus. Wie viele haben wir? Eine. Wie viele brauchen wir? Oder umgekehrt gesagt, wie viel Kapazität braucht es, um das zu erneuern, was in der Schweiz regeneriert wird? Viermal mehr, als was es in der Schweiz gibt.
Also wenn wir jetzt den Overshoot-Tag auf die Schweiz umrechnen würden, nach einem Vierteljahr hätten wir das Budget aufgebraucht, das ist so grob der 30. März, also nach 3 Monaten, Januar, Februar, März. Nun, interessant, ist das ein Problem oder nicht? Die meisten Leute, die müssen kämpfen, dass sie nicht zu viel essen, nicht zu wenig, oder? Also was ist das Problem? Wenn wir finanzielle Ressourcen haben, können wir uns Ressourcen zukaufen. Das spüren wir nicht so. Und die Ressourcenpreise sind relativ niedrig, relativ gesprochen. Dann spüren wir den Ressourcendruck nicht in der täglichen Wirtschaft. Es ist aber so, dass wir in einer Welt sind, die immer mehr im Overshoot ist. Das heißt, der Wettbewerb um Ressourcen wird stärker. Und die Frage im Wettbewerb um Ressourcen ist also, wie stehen wir als Schweiz im Verhältnis zu den anderen im Wettbewerb um diese Ressourcen? Da kommt die Frage nicht so, wie hoch ist unser Einkommen, sondern wie verändert sich unser Einkommen im Verhältnis zu allen anderen. Wenn ich nächstes Jahr doppelt so viel verdiene wie dieses Jahr, aber ihr alle 4-mal so viel, dann wird es für mich trotzdem schwieriger, mit euch im Wettbewerb zu stehen um die Ressourcen. Die Schweiz hat relativ gesprochen, der Schweizer hat relativ gesprochen, im Durchschnitt 30% verloren in Kaufkraft im Vergleich zum Rest der Welt. Aber weiterhin haben wir ein sehr hohes Defizit. Das heißt, diese Wettbewerbssituation wird sich auch ökonomisch für die Schweiz ausrichten. Das ist nicht nur eine interessante Statistik, die geprüft werden kann, die von 12 Ländern auch schon geprüft worden ist. Die Schweiz war das erste Land, die den Footprint untersucht hat und gesagt, stimmen diese Zahlen ungefähr, sind zum Schluss gekommen, 2006, ja, die stimmen ungefähr, Frankreich hat auch ganz selbst die Zahlen nachgerechnet, ohne uns, und hat innerhalb von 1-3% pro Jahr, so haben sie ihre eigene Kurve nachgerechnet. Also ja, ungefähr. Stimmt das? Was bedeutet das für uns? Und darum eben haben wir auf den Tag heute und sagen, es ist ein Wirtschaftsfaktor, der unterschätzt wird, der immer wesentlicher wird. Und vielleicht bräuchten wir auch auf Deutsch ein Wort für Overshoot. Danke vielmals. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Matthias.